Ich bin in der Hängematte. Jetzt muss ich mir erstmal die Position suchen. Kopfkissen, ganz wichtige Sache, total bequem. Hallo ihr Lieben und viele Grüße aus dem Wald. Heute Teil 2 des Hängematten-Videos. Heute wird zum allerersten Mal drinnen geschlafen. Wenn ihr wissen wollt, naja, wie die Nacht wird, bleibt dran. Ja, heute Tag 1 nach diesen wochenlangen Wetterkapriolen mit Sturm und Regen und Mist und Kalt und hast du nicht gesehen. Ab heute, ab morgen soll es wieder der Sommer zurückkommen. Wir nutzen das natürlich nach dem letzten Desaster bei unserem Hängematten-Test, zumindest auf meiner Seite, da kam ja dieses Unwetter. Ich habe mir zwischenzeitlich ein Underkilt besorgt, wie ich es im Video angesprochen habe, und habe jetzt gerade meine Hängematte aufgebaut. Und heute wir haben eine andere Stelle als das letzte Mal, aber es wird die erste Nacht werden. Heute mal unter der Woche, bin nach der Arbeit gleich hergekommen. Morgen früh geht es wieder von hier aus direkt auf Arbeit, aber das muss einfach auch mal sein. Na, mal gucken, wie die Nacht wird. Es ist relativ frisch, ein paar Regenwolken haben wir auch noch oben, aber ich denke mal, es bleibt alles trockene. Schaut euch mal an, dieses Wetter hier, Wahnsinn. Ja, ist halt leider ein bisschen laut. Das liegt daran, dass hier die Autobahn direkt in unmittelbarer Nähe ist. Und ja, aber es nützt nun mal nichts. Wird also nicht besonders ruhig die Nacht. Schauen wir mal, die das noch am die letzten Handgriffe an der Hängematte machen. Aber wir haben eine wunderschöne Stelle. Wir wollen nachher noch angeln, so ein bisschen Nachtangeln. Es ist eine Angelstelle hier. Jede Menge Angler sind ja auch unterwegs. Hier ist natürlich noch ein Strand in der Nähe. Und dadurch, dass es so viele Angler überall sind, ist es natürlich ganz schöner Publikumsverkehr. Wir werden also nicht der Einzigsten sein und vielleicht Besuch kriegen die Nacht. Aber nützt ja alles nichts. So, hier haben wir ein kleines Wäldchen gefunden, so direkt so am Strand, wo wir uns unsere Hängematten aufgebaut haben. Viel Platz ist nicht, die Bäume sind auch nicht besonders stabil. Aber es nützt ja nun mal nichts. So, dort hat Dieter seine Hängematte. Ich habe mich hier drüben einquartiert. Schön mit Tarp drüber, falls es doch regnen sollte. Hier habe ich mir noch einen Underkilt besorgt. Der ist bis 5 Grad von Obermont. Bis 5 Grad ausgelegt. Habe den aber zusätzlich nochmal mit einer eigenen Baumgurt gesichert. Falls hier irgendwas passiert, dass eben nichts passiert. Ja. Ansonsten, wie gesagt, die Bäume sind nicht besonders stabil, die geben natürlich nach, ein bisschen Dehnung drin, das muss man alles mit berücksichtigen. Ansonsten habe ich Kopfkissen dabei und einen Schlafsack, den ich als Overkill, also als Decke einfach nur benutzen werde. Und da müsste es eigentlich ganz gut funktionieren, vorausgesetzt, ich finde die Position hier drin. So, der andere Kilt, der schmiegt sich so richtig schön drum. Ja, hier wird geangelt. Hallo. Ja, haben wir noch einen Rocker als Ablage für Schuhe und für alles. Die Plane kommt nachher noch hier drunter, dass ich mit den Füßen nicht direkt in den Dreck steige. Ja. Und dann schauen wir einfach mal, ob das so funktioniert. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ist meine erste Nacht. Dieters erste Nacht übrigens auch. Gucken, ob wir überhaupt die Position finden. Das ist eigentlich meine größte Sorge, dass ich nicht die ganze Nacht wie eine Banane liege, weil ich bin Seitenschläfer und das ist nicht bauartbedingt, nicht so die ideale Voraussetzung für eine Hängematte. Aber ich will es doch einfach mal wissen. Ich will einfach mal geschlafen haben mit einer Hängematte. Was musst du anders machen? Ja, du musst da kein Kunstwerk draus machen. Du musst halt nur nachher hinten noch ein bisschen abspannen hier oben. Sonst regnet es alles dann voll. Das muss, dass du das so weit wie möglich bis du hochziehst zum Baum. Deswegen habe ich meins ja diagonal abgespannt, damit ich drin eine Länge habe von 4 Metern.
Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, weil er angelt. Jetzt ist gerade keine draußen, Ja. Genau, ist immer wichtig beim Angelauswerfen, dass man sich, wenn ihr zwei nebeneinander angelt, nicht ins Gehege kommt. Daher sollte man sich da abstimmen. Ja, also es ist viel geplant, steht viel an für die nächsten Wochen. Ja, und so eine Hängematte ist natürlich ganz praktisch, wenn man unterwegs ist auf Tour, mal eben fix, ich muss ehrlich sagen, mal eben ein Zelt aufbauen geht schneller als diese Hängematte. Ne? Du musst erst die Hängematte, dann muss ich die richtig ausrichten, dann muss ich gucken, dass die Dehnung passt, dass der richtige Baum ist, dass sie nicht so weit nachgibt, dass ich mit dem Arsch auf dem Boden bin. So, wenn das passt, muss ich dann noch zwei Ritschlein spannen für das Moskitonetz. So. Und wenn das alles passt, muss der Underkilt unten drunter. Da muss auch abgespannt werden. Und zwar so, dass da nicht, der gibt ja weniger nach als die Hängematte. Ne? Also wenn ich mich in die Hängematte reinsetze, dass das alles passt. Und dann muss noch ein Tarp drüber. So, das Tarp, das Problem habe ich heute, weil die Bäume nicht die dicksten sind. Die geben mit Ticken nach und ich habe das Tarp zwar straff gespannt, aber wenn du in der Hängematte bist, dann fällt das Tarp so ein bisschen in sich zusammen, weil die Spannung weg ist. Das ist natürlich das nächste Problem, das musst du alles mit berücksichtigen. Hast du zwei dicken Eichenbäume, richtig fette Bäume, da hast du die Problematik natürlich nicht. Aber hier hast du größtenteils nur junge Buchen. Die sind nicht besonders dick, ne? Und da hast du natürlich die Problematik. Da habe ich jetzt schon den Baum mit einem, ich habe zum Glück noch aus meinem Kackset noch einen Baumgurt zusätzlich. Dann habe ich den Baum mit zwei weiteren Bäumen verbunden und auf Spannung gezogen, sodass der Baum jetzt nicht mehr so stark nachgibt, weil der jetzt gestützt wird von den anderen Bäumen. Man muss sich halt irgendwie zu helfen wissen. Ne? Ja. Aber das ist alles gar nicht das Thema, sondern solange wie es nicht regnet, passt auch alles. Die Position finden. Das ist meine größte Sorge. Naja, schauen wir mal. Nach einer Fischmahlzeit sieht das zumindest heute nicht aus zum Abendessen. Erst einmal jetzt. Ich habe uns mal ein Bier mitgebracht. Ist das in Ordnung, Dieter? Das ist in Ordnung. Ich habe hier eine Aalglocke. Hängen wir gleich dran. Eine Aalglocke. Und dann ist hier noch so eine Art batteriebetriebene LED-Licht. Ersetzt das Knicklicht. Genau. Wenn ich jetzt die Batterie... Das zieht die Fische an, oder? Nee, das ist jetzt nur, wenn jetzt... Damit du es findest, im Dunkeln. Wenn jetzt, okay. Langsam neigt sich der Tag zu Ende. Dieter ist noch ganz optimistisch, was das Angeln angeht. Du meinst, da beißt heute noch was an? 100%. Gleich. Naja, zumindest fahren wir hier eine Doppelstrategie. Irgendwo wird schon was an den Haken kommen. So, das Risiko gehe ich nicht ein. Ich mache mir heute einfach mal auf dem kurzen Dienstweg eine Dose Texas-Topf warm. Letztens hatte ich am Strand hier meine kleine Mini-Lixada, die ich eigentlich nur für einen Trank hier annehme, mit Holz befeuert, weil ich die große Buschbox nicht mehr gefunden habe. Man sieht noch deutlich die Spuren, aber das Teil hat es überlebt. Heute kommt wieder der Trank hier rein. So,
Wollen wir mal. Ah, Texas, super essen. Dass man jetzt noch ein bisschen was in den Magen kriegt. Dann mal guten Appetit. Geht auch nichts über eine schöne Suppe am Abend, oder? Genau. Wir lassen jetzt den Abend ausklingen. Langsam wird es dunkel. Ja, die Mücken sind schon unterwegs. Das wird gleich, episch hier mit Mücken. Aber Thermazell am Start werden wir brauchen. Genau. Nachteil wirklich an dem Spot hier, so ständig Leute vorbeikommen. Das ist echt nervig. Und diese Autobahn im Hintergrund. Aber schön hier. Jetzt mal alles im Auto geschafft, was ins Auto gehört. Den Rest habe ich alles am Mann. Es hatte schon Richtung 10 Grad abgekühlt, also es ist schon relativ frisch die Nacht und wir haben gerade mal Mitte August, ne? Also es ist schon ordentlich kalt. Ansonsten war es ein wunderschöner Abend gewesen und jetzt kommt das Abenteuer. Hängematte. So, die dort gerade moniert, dass die Luft aus seiner Hängematte raus war. Was ist aktueller Stand jetzt bei dir? Geht alles wieder? Hier ist zu. Was ist zu? Hier ist auch zu. Und die Luft ist raus. Nee, ich habe neu aufgepumpt. Ja, ne, das ist aber seltsam. Ich denke mal, die war bestimmt nicht richtig zu. Aber wenn jetzt guck und lieber noch mal richtig zudrücken, das Ding, dass das. Wie gesagt, einmal ging mir das genauso. Ich habe es nicht richtig zu gehabt. Ich dachte, wäre zu und es war nicht zu. Und dann war Luft draußen Nacht. Gut. Okay. So, hoffentlich muss ich nicht zu oft raus zum Pinkeln die Nacht. Da habe ich keine Böcke drauf. Aber nützt ja alles nichts. So, dann legen wir mal die Matte hin. Ich mache erstmal kurz noch das Licht aus, bevor die Viecher kommen. So, okay. So, Freunde. Ich bin in der Hängematte. Jetzt muss ich mir erstmal die Position suchen. Kopfkissen, ganz wichtige Sache, total bequem. Ja, hier ist erstmal alles zu, Mückennetz, soweit safe. Ja, jetzt suche ich mir eine gemütliche Position und dann wird ja schön geschlafen. Also Freunde, das erste Mal und es gibt für alles ein erstes Mal. Ich sag schon mal gute Nacht und wir sprechen uns dann morgen früh zur Auswertung. Bis dahin, macht's gut. Guten Morgen, Freunde. Ja, die erste Nacht in der Hängematte. Ja, warum ist die Nacht? Mit ein paar interessanten Erkenntnissen für mich. Da sprechen wir drüber direkt nach dem Kaffee. Ich bin sicher, du hast auch ein paar Dinge zu erzählen, Dieter. Machen wir dann. Geh erstmal pinkeln, wir kochen Kaffee und dann. Stehen ja Zelte am See von Anglern. Also wir waren nicht alleine, noch mindestens 15 weitere hier um den ganzen See verteilt, die hier genächtigt haben und die nächtliche Angel ins Wasser gehangen haben.
sich nochmal hingelegt. Nö. Eieiei, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? Fangst am besten du an. Erste Nacht in der Hängematte. Na, die Schulter hat mir ein bisschen wehgetan. Konnte hier kein Auge zumachen wegen der Autobahn. Ansonsten war es warm, war auch der Winterschlafsack. Na, du hast einen Winterschlafsack. War das eine gute Idee? Das war eine gute Idee. Die ist zwar die Luftmatratze unten drin, das ist ein bisschen verrutscht. Hat die Luft gehalten diesmal? Die Luft hat gehalten. Hab nochmal richtig zugedrückt. Ja, ja. Wahrscheinlich war das Ventil nicht richtig zu. Und sonst. Wie war die Liegeposition für dich? Gut. Am Anfang habe ich gedacht, weil die Füße ein bisschen hoch waren. Aber so, hab gut geschlafen. Ja, diese jungen Leute, ich sag mal so. Wahrscheinlich sehen jetzt einige dieses Video, die ebenso wie ich entweder noch nie vorher an der Hängematte geschlafen haben und vielleicht auch das mal wollen und jetzt mal gespannt sind, was ich zu sagen habe. Oder natürlich werden da welche dabei sein von euch, die schon regelmäßig an der Hängematte pennen, die da auch ihre Erfahrungen haben. Ich sage euch mal meine. Ja, für jemand, der jung, dynamisch, beweglich ist und Knochen aus Gummi hat, ist das alles easy peasy. Wahrscheinlich gibt es nichts Geileres, als in der Hängematte zu pennen. Und ich muss sagen, ich musste dreimal die Nacht aufs Klo. Ich komme schneller aus der Hängematte raus als aus dem Zelt. Im Zelt musst du erst aus dem Schlafsack raus, dann das Zelt dich umdrehen, Zelt aufmachen, rauskriechen. Hier machst du einfach mal kurz Reißverschluss auf, zur Seite, zack, fertig. Und dann ist das easy. So. Es war gut, dass ich mir einen anderen Kilt gekauft habe. Mit der Isomatte wäre das nichts geworden. Der hat wunderschön warm gehalten. Das ist gut. Ich habe eine 3-Jahreszeiten Schlafsack. Da ist es auch nur bis maximal 10 Grad, 5 Grad. Also mit 3 Jahreszeiten halt ausgelegt. Den habe ich einfach nur als Decke genommen. Hat aber schön warm gehalten. Hast natürlich links und rechts schon ein paar Kältebrücken, weil wenn du da nicht komplett im Schlafsack drin bist, sondern das Ding nur als Decke nimmst, aber das ging. Ich hatte die Jacke noch angelassen, war kein Problem. Also es war schön warm und wir hatten es echt kalt die Nacht. Es waren so um die 10 Grad und wir haben August, also es war schon echt frisch. Also schon herbstliche Temperaturen. Also das war überhaupt nicht das Thema. Die Liegeposition, und das ist für mich so der Knackpunkt. Ich habe die ganze Nacht nicht die richtige Position gefunden. Also ich komme da nicht klar. Man liegt trotzdem, auch wenn man die noch so straff spannt, die Hängematte, und ich habe das Kopfteil schon ein bisschen höher gespannt. Aber wenn du drin liegst, liegst du halt wie in einem Sack, also Banane. Ne? Und du kannst sagen, was du willst. Die Füße sind die ganze Zeit nach oben. Ja, irgendwann läuft ja das Blut raus. Jetzt ist mir der rechte Fuß eingeschlafen. Es war dann taub irgendwann. Und es war irgendwie... Und ich bin halt Seitenschläfer. Also wer von euch Seitenschläfer ist, richtig auf der Seite ist mir nicht gelungen, weil auch dann liegst du so durchgebogen und das ist unangenehm. Man liegt so halb, so ein bisschen zur Seite, das geht, aber so richtig zur Seite wie zu Hause im Bett, keine Chance. Und das ist für mich ein riesengroßes Problem. Zumal, selbst wenn du das machst, sind die Beine immer noch vorne oben. Also es ist eine ganz ungewohnte Position. Die nicht so wirklich eigen für mich ist, bis jetzt zumindest. Vielleicht gibt sich das. Ich denke, man gewöhnt sich dran, wenn man ein paar Mal an der Hängematte schläft. Irgendwann gewöhnt man sich vielleicht dran. Mit dem Kaffee im Blick behalten, seht ihr das hinter mir. No Coffee, no Worky. Guckt euch mal diesen Blick hier an. Wir haben gerade Sonnenaufgang da drüben gehabt und jetzt hier die Blick auf den See. Muss ich euch da einfach mal zeigen. Ist das nicht schön? Ja, also die Position zu finden. Einsteigen, aussteigen, alles easy, problemlos. Also letztens war ja noch schwierig gewesen mit der Isomatte. Das war alles Mist. Aber ohne Isomatte, weil da einfach der andere Kilt drunter ist. Aber das Ding ist, so eine Hängematte ist halt aus Fallschirmstoff. Ne? Das ist glatt.
Ja, und wenn du da drin liegst, ich ziehe mich immer wieder nach oben und trotzdem rutschst du immer wieder so ein bisschen so rein in die Mitte von der Hängematte und liegst dann so in der Mitte drin. Das ist irgendwie scheiße. Ja, also so 100% war das nichts. Ich meine, irgendwann kommt die Müdigkeit und du pennst. Wie gesagt, ein- und aussteigen geht fix. Das ist echt cool, besser als beim Zelt. Und du musst da nicht so auf den Boden reinkriechen, gerade wenn du so ein kleines Zelt hast, sondern du setzt dich einfach in die Hängematte, hebst die Beine rein, Reißverschluss zu, fertig. Das ist cool. Das Beste war mein Kopfkissen. Ich habe mein kleines Gel-Kopfkissen mitgehabt. Das war nur wieder cool, besser als beim Zelt. Wenn du auf dem Boden pennst, da verrutscht manchmal das Kopfkissen, dann ist es weg. Hier ist es so, dadurch, dass die Hängematte natürlich auch, wenn du so liegst, das Kopfkissen ist dann, das kann nicht weg. Weder hoch, noch nach links, noch nach rechts, noch nach unten, das bleibt dort liegen, wo es liegt. Das ist schön. Also das ist gemütlich. Also da habe ich die richtige Position, alles easy. Aber diese Liege mit dem Bein hoch und Bananenform, wenn man nicht mehr so ganz beweglich ist, also für die Herrschaften unter uns, die schon im fortgeschrittenen Alter und nicht mehr ganz so beweglich sind, so nenne ich es jetzt mal, probiert es vorsichtig mit einer Hängematte, wenn überhaupt. Meine Empfehlung, aber die Erfahrung muss jeder selber machen. Und ich wollte auch mal die Erfahrung machen. Ich habe sie jetzt gemacht und ich denke mal, ich werde das Bodensetup wahrscheinlich vorziehen. Ne? Auch wenn es schön warm war mit dem Underkilt, war angenehm und es drückt nichts von unten. Das ist schon angenehmer als auf dem Boden. Aber wie gesagt, wenn das gerade wäre und was viele sagen, du legst in der Hängematte nicht so, du legst, musst dich schräg reinlegen, diagonal. Also ich halte das für ein mystisches Gerücht. Also ich habe es probiert. Konntest du diagonal da drin liegen in irgendeiner Weise? Also man kann mal das Knie ausstrecken zur Seite, die Hängematte gibt ja nach, aber diagonal, vergiss es. Und, also das funktioniert nicht. Du liegst drin wie eine Banane, Punkt. Muss man mögen. So, das ist meine Erkenntnis von der letzten Nacht. Und jetzt gibt es einen Kaffee. Habe ich mir auch überlegt, das wäre gut gewesen. Du hättest es nochmal so abgespannt, ja. Die Bäume haben so, ja, der Baumabstand ist einfach zu eng bei dir. Da kriegst du das Tarp gar nicht. Oh, der Kaffee kocht. Der Kaffee ist fertig. Die erste frische Pressung am Morgen. Vertreibt Kummer und Sorgen und die Spätfolgen der letzten Nacht. Ich kipp das nicht mehr um. Ich glaube, so ist besser. Ich mache alles so weg und mach's zu Hause. Genau. So Freunde, wir werden es abbauen, die Hängematte, und dann geht Dieter in Urlaub und ich fahre wieder auf Arbeit. Produktiv sein für heute. Ja, ich sag schon mal tschüss, wir sehen uns demnächst wieder draußen im Wald. Bis dahin, macht's gut und geht raus. Bye bye.